Oh, da sind wir auch wieder. So, direkt weiter. A, O, B, B, C, C, D, E, E, F, F, G, G, H. Ja. Das macht voll Spaß. Schon fast 18 Uhr. Gut. Ups. Der war vorhin noch nicht hier. Scheiße. Wo kommt denn der jetzt her? Verarschen kann ich mich selber. Oh. Hier haben wir sogar eine ganze Menge davon. Weil das Schöne ist, diese Dinger sind echt Nahrungsmittel Nummer 1. Weil das Zeug wächst einfach nach wie Scheiße. Ein Pferd. Was? Was war das gerade? Keine Ahnung. Läuft noch richtig? Ja. Ja gut, sollte dann auch langsam mal reichen. Damit haben wir dann wohl eine neue primäre Hauptnahrungsquelle. Was ist der Unterschied? Bambuschleaf 2 und Bambuschleaf 1. Und Blueberry. Ach komm, das hier kann weg. Das kann auch weg. Das kann da bleiben. Gras. Pff, okay. Ich weiß sagen, machen wir das so hier. Gucken, ob daraus noch was wird. Ah, Oatseed. Oatseed ist schön. So, die Frage ist, es wird hier raus auch noch was. Was? Achso. Hä? Was hier raus? Kann sein, dass ich mir gerade ein bisschen hängt. Alter. Naja, also irgendwie scheint daraus wohl nichts mehr zu werden. Na gut, dann kann das auch alles weg. Was ist das hier? Cut Grass. Okay. Gut.
Hier, Chip. Dann weiter im Text. Da hinten wird schon wieder bunt, also grau meine ich doch. Das heißt, vielleicht ist da die Hoffnung auf eine weitere Wüste oder überhaupt mal eine Wüste. Das wäre ganz schön. Ja, nee, schade. Dachte gerade, das ist Dessertsand, aber leider nicht. Das ist nur die Vorstufe dazu. Was natürlich auch nichts Schlechtes bedeuten muss. Ja, seht ihr hier hinten? Ist doch das hier, was wir brauchen. Nein. Doch. Doch, das ist das. Ja! Holy fucking shit. Wie alt? Ja! Guckt euch das an. Wir sind gerettet. Oh. Gut, hier ist so viel. Von wo bauen wir jetzt ab? Von da hinten oder von hier vorne? Wo würde es die Landschaft am wenigsten verschwundeln? Eigentlich schon da hinten, ne? Gut, dann gehen wir nach da hinten, komm. Oh, hier unten ist Korallenriff. Gut, dann machen wir hier und schwanken da schon ran. Schon rein, wenn ich doch. Das heißt, wir kramen einmal hier gerade nach vorne durch. So, also wir haben eine Hauswandlänge von 55 Blöcken. Das heißt, angenommen unsere Wand ist 4 hoch, dann würde das bedeuten, wir hätten eine Wandlänge von ja, mehr als 200 Blöcken. So, die Sache ist, die mir jetzt gerade einfällt, ist, wir brauchen ja auch noch ein Dach. Das Dach würde ich dann aber tatsächlich richtig aus Bricks machen. Allerdings können wir dann hier nicht mehr die roten benutzen, weil die roten nehmen wir jetzt bereits für die Hauswand. Das heißt, für das Dach bräuchten wir entweder etwas komplett anderes oder zumindest in einer anderen Farbe. Da wäre jetzt die Möglichkeit, unser Dach zum einen aus dem Gedöns zu machen. Oder aber wir sagen, unser Dach wird ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wir könnten unser Dach natürlich auch aus Teer machen. Jetzt weiß ich nicht, was wir daraus brauchen, dafür brauchen. Hallo? Ja, mal weg, wir sind in einem neuen Gebiet. So, Teer. Ach, brauchen wir Holz. Kiefernholz? Wir brauchen dafür zwingend Kiefernholz. Was ist denn das für Müll? Gar nicht. Ich dachte, aus Holz kann man dieses komische, nee, gibt's ja gar nicht scheinbar. Dieses, na, man kann doch auch Holz brennen, wodurch dann diese Holzkohle wird. Aber so ein Feature gibt's scheinbar gar nicht. Lol. Guck ich mal ganz kurz. Nö, man kann es gar nicht brennen. Interessant, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Was ist das? Ach, dieser extrem riesige Baum. Ja. Können wir auch mal machen, irgendwann, aber nicht jetzt. So, okay.
Ja, wir brauchen erstmal hier schön. Also, das heißt, wir brauchen mindestens 200 von diesen Blöcken hier. Um genau zu sein, doch, 200 haut ungefähr hin. Weil wir brauchen ja nicht, also genau 55 mal 4 sind ja 220. Aber erstens wird unsere Hauswand, glaube ich, gar nicht 4 hoch, sondern nur 3 hoch. Und zweitens haben wir noch Fenster etc., was wieder den Gesamtbedarf schmälert. Aber ich schlage einfach mal 200 ab und dann, ups. Alter, warum? Ey, wie lange braucht man das ja, um die Welt zu generieren? Also dieser Map-Gen hier, diese Plant Life Mod, die verbraucht echt viel CPU-Leistung für neue Welten. Normalerweise ist die CPU so bei 5%. Und jetzt, wo ich hier in einem komplett neuen Gebiet bin, hängt die CPU die ganze Zeit bei 100% rum. Ist ja schon heftig. Was jetzt? Das da. Da. Beziehungsweise eigentlich. Hä? So. Hätten wir das hier gar nicht mitbringen brauchen, wir hätten die ganze Zeit dieses rote Steinzeug verwenden können. Boah, Junge, was geht ab mit dir? Hallo? Okay. Kannst du dich mal bitte wieder beruhigen? Mir gefällt das hier gerade nicht. Die Welt müsste doch schon längst generiert sein. Was braucht denn hier so lange? Moment hier mal. Wenn ich hier bin, geht die CPU runter auf 10%. Wenn ich hier drinne bin, geht die CPU hoch auf 100%. Moment mal. Ah, ich habe natürlich hier keine Privilegien. Kann es sein, dass ich hier irgendwo bei dem Tier bin und das Tier versucht zu mir zu kommen und das die gesamte CPU frisst? Alles andere macht keinen Sinn. Ah, hier ist die CPU komplett bei 0. Also habe ich 5% oder sowas. Und wenn ich jetzt reingehe? Ja, sobald ich hier reingehe, ist die CPU auf Maximum. Los, sag mal. Muss ich das verstehen? Warum ist eine CPU innerhalb einer Höhle höher ausgelastet wie direkt an der Oberfläche? An der Oberfläche gibt es ja viel mehr zu berechnen, aber erstens ist hier bereits alles berechnet. Ne? Die Welt ist ja da. Ich schätze mal eher, hier ist unten Tier unten im Boden, was auf mich reagiert, aber wo es nicht zu mir kommt. Gerade schon wieder Panik schiebt. Hier ist alles komplett ruhig. Hier draußen ist die CPU komplett bei 5%. Oh, und ich bin am Hungern. Da, siehst du? Reagiert sofort auf jede Eingabe, so wie es sein muss. Jetzt gehe ich nochmal rein. Ups, ouch. Wo ist der Eingang? Boah, schon geht's die Bude. Oh, lass wieder hoch. Ah, und das hat man auch wieder eine richtige Verzögerung gemerkt. Ja, selbst Sprint nimmt er nicht an. Gut, sorry Leute, da muss ich mal ganz kurz. Können wir ja mal als kleine Art Exkursion machen. Interessiert mich gerade echt. Ich meine, ihr werdet es ja gleich sehen. Meine Server. Hier, das ist der Moment, wo ich gerade draußen die ganze Zeit rumgelaufen bin. Und der Bereich ist, wo ich gerade in der Höhle war. Und der hier.
Hier ist eine CPU-Auslastung von vielleicht im Durchschnitt 10% oder so. Ist das ein bisschen irreführend, sieht hier ein bisschen mehr aus. Aber er zeigt immer das aktuell zur aktuellen CPU-Frequenz an und dadurch, dass die CPU hier runter taktet, heißt das insgesamt 10 bis 20%. So, und hier ist er richtig, wenn ich in der Höhle drinne bin, rastet er richtig aus. Gut, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier rein. Das müsste dann ja das ist Carpeton, das Ether-Wheel und genau, das ist der hier. Wisst ihr was? Ich gehe mal kurz das Admin rein. Ich guck mal, ob es da irgendwelche Monster gibt, die das erklären. Echt keine Ahnung, warum er da jetzt so abartig ausrastet. Das ist mir absolut Neuland. Von daher würde ich mal sagen, der Sache gehen wir auf den Grund. Das finde ich interessant. Das finde ich nice. So, jetzt mal gucken, wo war das? Das war bei 211 1460. Wow. Gut, schon weit weg. Ich noch nie erlebt. So, Teleport. Teleport. 211 waren es, ne? Genau. Minus 211. Und dann 1460. Achso. Und müsste jetzt hier irgendwo Wasser sein. Da. So. Mal kurz was, damit ihr es vielleicht besser sehen könnt. So, jetzt sehen wir hier das, was ich, was mein Laptop quasi macht. Ja, jetzt ist die Grundauslastung natürlich ein bisschen höher, weil er jetzt in mein TeamViewer läuft. Logisch. Aber wir gucken jetzt mal rein. Und jetzt müsste er, sobald ich in die Höhle reingehe, müsste die CPU-Auslastung wieder mit einmal hochgehen. Tut sie aber nicht. Will mich jetzt verarschen. Hey, hier ist doch gar kein Tier. Hier ist gar nichts. Okay, jetzt fühle ich mich dumm. Jetzt fühle ich mich richtig dumm. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Das macht so absolut überhaupt keinen Sinn. Das ist ja sowas von sinnfrei. Hauptmenü. Gehen wir mal Sonics an. Wie gesagt, hier, ne, das hier ist die Auslastung von meinem Laptop und das ist die von meinem Rechner. Wer Fragen hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ja nicht ganz mit rechten Dingen zu gehen. So, jetzt bin ich draußen, ja? Und die CPU von meinem Laptop sagt, alles in Ordnung. Jetzt gehen wir rein. Und die CPU sagt, alles in Ordnung. Ja, jetzt geht doch sprinten. Wunderbar. Willst du mich jetzt hier verarschen? Machst du dich gerade über mich lustig? Gut, gehen wir jetzt mal über den offiziellen Weg rein. Also jetzt fühle ich mich gerade irgendwie richtig, richtig dumm. Was war das? Also manche Sachen bei Mindtest sind echt ein bisschen seltsam, wirklich total seltsam. Da kommst du nicht hinter. Du kriegst manche Sachen echt nicht analysiert.
So, jetzt sind wir wieder in der Höhle. Ja, CPU-Auslastung 10%. Alles ideal, so wie es sein muss. Ja, funktioniert perfekt. Wollt ihr mich verarschen? Wieso war es denn gerade eben absolute Katastrophe? Und jetzt geht's wieder. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Leck mich. Ist halt so. Easy. Gut, das heißt, wir können jetzt ganz normal wieder unsere Sachen bauen und ganz normal arbeiten. Ist bescheuert. Also manchmal frage ich mich, was los ist. Ich meine, ihr habt ja gerade, ne, bei dem Bild gesehen. Man konnte richtig sehen an den CPU-Graphen, wann ich hier in dieser Höhle drinne war und wann nicht. Jedes Mal, wenn ich reingegangen bin, ging die CPU-Auslastung hoch. Und wenn ich rausgegangen bin, war alles wieder Schnieke. Es fängt schon wieder an. Guck mal unten bei meinen bei roten Gestein. Da wo die 59 steht. Die 59 bleibt einfach stehen. Und die CPU-Auslastung geht jetzt auch wieder hoch. Was möchte mir mein Laptop damit sagen? Jetzt ist die CPU wieder normal. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Lassen wir das mal. Interessant. Echt interessant. Also mein Test ist immer für eine Überraschung offen. Ich habe auch das witzige Phänomen, dass ich hier absolut leckfrei bin, also abgesehen von jetzt gerade. Aber wer von außen auf meinen Server zugreift, der hat teilweise, also jetzt nicht bei dem, doch klar, gerade bei dem Server hier, ein Lag von teilweise über 30 Sekunden. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich weiß auch gerade nicht, warum mein Hund ausrastet. Ja, jetzt ist wieder CPU-Auslastung vom Feinsten. Und jetzt wieder nicht. Naja, gut, lassen wir das mal. So, das heißt, wir werden hier. Wir haben ja bald gleich unsere 200 Cobblestone-Dinger voll. Dann haben wir es ja quasi sowieso geschafft. Ne? Von daher habe ich denn eine Weile Zeit, weil ich habe jetzt Content für 3 Wochen. Das heißt, ich habe 3 Wochen Zeit, dem Fehler mal auf den Grund zu gehen. Ah, okay. Wir haben Besuch. Deswegen rastet man uns so aus. Ja, gut. Und schon geht die CPU wieder hoch. Ach, ein wenig. So, die Frage ist, wollen wir uns diese Position irgendwie merken? Ich meine, ich weiß gerade nicht. Doch. Also, ich weiß schon, wo die jetzt ist. Bei minus 211 und 1460 haben wir ja gerade geguckt. Das Problem ist, ich weiß zwar jetzt die Koordinaten, aber wir werden innerhalb des Let's Plays hier nie wieder hinfinden. Wobei, es war ja relativ Luftlinie. Wir sind ja eigentlich immer genau gerade gegen die Wolken gelaufen. Das heißt, wenn wir von unserem Haus wieder gerade gegen in diese Richtung laufen, könnten wir vielleicht sogar wieder hier raufkommen. Ich weiß gerade nicht, bei welcher Position unser Haus ist. Eins, zwei, drei. Ja, das war klar. Natürlich eine gerade Zahl, ist natürlich. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ist eine gerade Zahl. Gut, dann muss ich hier leider noch eins reinhämmern, ne? Jetzt kann ich nämlich hier das Ding einsetzen.
dann wird sie drin ein bisschen heller. So, und dann würde ich mal sagen, baggern wir uns einfach mal in die Tiefe vor. 5 Minuten haben wir noch. Ja, fängt schon wieder an zu laggen. Die CPU geht doch gerade wieder hoch. Ist so bescheuert. Ups. Das ist so dumm. Es macht einfach keinen Sinn. Guckt euch das an. CPU geht hoch, CPU geht runter. 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 Warum? Und das ist immer, wenn ich innerhalb dieser Höhle in eine Richtung schaue. Und zwar von quasi vom Eingang weg schaue. Na dann ist das. Das macht absolut keinen Sinn, in welcher Art und Weise auch immer. Habe ich das Richtige eingegeben? Ja. Das macht keinen Sinn. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das macht keinen Sinn. Naja, wie gesagt, ein bisschen bauen wir noch ab, dann gehen wir nach Hause, dann ist mir alles egal. Und dann habe ich erstmal 3 Wochen Zeit, den Fehler zu analysieren. Jetzt habe ich keinen Ton. Warum habe ich keinen Ton? Ups, ich bin in der falschen Version. Da. Gut, damit ist denn die Videodatei auch beschissen. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Bei dem ganzen Auflösungswechsel, keine Ahnung, ob die Videodatei überhaupt noch lebt. Also scheint noch zu leben. Katastrophenfolge. Eine Katastrophe. Ja, müsst ihr mal sagen, ob ihr das so mögt, wenn ich auch mal hier so ein bisschen so Hintergrundsachen zeige, die so abgehen, oder ob ich sowas generell komplett offscreen machen soll. Jetzt habe ich es halt gezeigt, was da so abgeht gerade, weil ich selber auch gerade ein bisschen seltsam finde. Aber wenn ihr sowas absolut gar nicht mögt, ne? Kann ja sein, keine Ahnung. Ich kann ja nicht von meinen Vorlieben direkt auf andere Vorlieben schließen, das geht ja nicht. Ich meine Vorlieben sind Hentais und alleine das Wort kennt da draußen wahrscheinlich gerade mal die Hälfte. Von daher. So, dann ist die nächste Schiffsspitzhacke gleich kaputt. Schon, dann können wir eigentlich direkt. Ach komm, die immer hier mache ich schon noch schnell weg. Das ist ja jetzt hier nur wirklich ein Witz. Oh, jetzt ist die CPU wieder ruhig die ganze Zeit. Oh, ich werde es wahrscheinlich nicht herausfinden, woran das liegt. Und wenn doch, kann ich das ja nächstes Mal erwähnen. Aber ja, jetzt schlägt die CPU wieder aus. Dadurch, dass ich bezweifle, dass ich den Fehler rekonstruieren kann, betrachte ich mich da eher aufgeschmissener Natur. So, lassen wir die Fackeln hier oder bauen wir die ab oder lassen wir die einfach. Ich würde die tatsächlich einfach hier lassen. So, für die Nachwelt, ne? Man möchte ja seine Hinterlassenschaft ordentlich hinterlassen. Nehmen wir gleich mal mit. So. Easy. Gut, dann gehen wir mal wieder nach Hause. In der Hoffnung, dass wir unser Haus schnell finden. Oh, hier kommen wir gar nicht drauf. Fuck my life. Gut, schön, ab nach Hause. Yay. Ich sprinte jetzt auch mal die ganze Zeit. Ich glaube, die Folge wird Überlänge, keine Ahnung. Also noch nicht, aber sie wird jetzt wahrscheinlich Überlänge bekommen. Da können wir gleich direkt unsere Ofen anschmeißen. Vielleicht brauche ich sogar noch ein paar Öfen.
Keine Ahnung, mal gucken. Oh, jetzt komm, noch eine. Unsere Stamina ist unten. Kann man mit Essen noch die Stamina wieder hochprügeln? Ne, kann man nicht. Schade. Stamina am Arsch, Alter. Was ist hier los? Läuft überhaupt richtig? Ja doch. Schach, du Scheiße. Scheint so, dass ich richtig laufe. Ich weiß nur nicht, ob wir überhaupt zu unser Haus kommen oder ob wir glatt dran vorbeilaufen. Eine Hase. Glatt dran vorbeilaufen. Zweiteres wäre zwar witzig, aber weniger vorteilhaft. So, hier ist wieder Wüste. Die Frage ist, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden unser Haus wahrscheinlich eh nie wiederfinden. Das heißt, ich darf mich in der nächsten Folge erstmal zum Spawn teleportieren und dann dürfen wir in der nächsten Folge erstmal vom Spawn wieder nach Hause laufen. Yay! Okay, das Geräusch vom Essen kommt sofort, aber die Anzeige unten links, also die Anzeige unten mittig vielmehr, also die linke von den mittigen Anzeigen, hängt nach. Und zwar drastisch. Mein Test, wir lieben dich. Naja, wenigstens zwei beim Hauptserver, also der Mindclown-Server und der Vanilla-Server, die laufen reibungslos. Das ist das Wichtigste. Die anderen schieben irgendwie alle Macke. Vor allem der jetzt hier, dieser Creative Server. Der schiebt Ultramacke. Der macht einfach, was er will. So, die Frage ist, woran erkennen wir jetzt unser Haus? Ist das unser Haus? Oh, jetzt sag mir bitte nicht, dass wir schon da sind. Das wäre mal richtig stylisch. Ja, das ist unsere Palme. Das ist wieder zu Hause. Auf Anhieb richtig. Ja, wir sind zu Hause. Das ist unser Haus. Das ist... Oh, nee. Oder? Nee, wir sind einfach nur am falschen Ende von unserem Haus. Das ist aber unsere Insel, oder? Bäh. Mit dem Dschungel und so kommt halt gerade ultra. Nee, ist gar nicht. Dann müsste ja hier unten dann irgendwas mit Naturschutzgebiet stehen. Fuck. Dass die Inseln aber auch alle gleich aussehen müssen. Schissel, das ist so. Hä? Von da kamen wir jetzt oder was? Kann sein, dass ich jetzt hier falsch laufe. Wir müssen da lang laufen. Ja, halt also, wir sind falsch. Oh mein Gott. Du. Och nö, ne? Oh, du wirst mich doch verarschen. Okay. Meine Überlebenschancen betragen. Ah, meine Überlebenschancen sehen jetzt sogar relativ gut aus. Okay, Stamina aufladen. Oh, das gibt es doch gar nicht. Doink. Und volle Fahrt raus. Ah, boah, Alter, geschafft. Jawohl. Okay, wir kommen wieder raus. Yay. Was war gerade Risiko-Play, aber egal. Wir haben es geschafft. Yay. So, in die Richtung müssen wir.
Tomaten wäre mir lieber. Was? Doch, Tomaten. Nee. Karotten. Nee, mein. Ach, Alter, jetzt nicht raus. Kartoffel. Genau. Kartoffel. Das ist das, was ich meine. Ich hätte schön können, dass es die richtige Richtung war. Ich habe keinen Plan, wo wir gerade sind. Ist jetzt überhaupt noch Teil der Menschheitsgeschichte? Das ist Kakao. Ganz viel Kakao. Ich glaube, wir schwimmen gerade falsch. Und keiner merkt es. Wir werden sterben. Wir werden hart sterben. Okay, da ist ein Baum. Das heißt, da kommt Sand, Strand. Hoffentlich unser Strand. Schwer zu sagen. Da ist Dschungel. Bei unserer Insel ist ja Dschungel. Nur die Frage ist, ja, da hinten ist kein Dschungel mehr. Okay, das heißt, das kann unsere Insel sein. Ja, das sieht gut aus. Obwohl, habe ich bei der genauso gesagt. Aber ich bin überzeugt, da ist auch wieder eine Palme. Och komm, leg mich am Arsch. Das kann ja nur wieder in der Katastrophe enden hier. Das sieht doch aus wie unsere Insel hier, oder? Bitte, das ist unsere Insel sein. Ja, das ist unsere Insel. Unten, Naturschutzgebiet. Fuck my life, wir haben es geschafft. Woo! Der ist fucking awesome. Unsere Stamina ist absolut auf Null. Aber das ist mir gerade sowas von scheißegal. Wir haben unsere Insel wieder gefunden. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Meine Fresse. Vor allem, wir spielen ja gerade oben ohne Koordinaten. Wir spielen ja komplett blind, so wie man im echten Leben spielen würde. Und da ist das Gefühl, was mir gerade überkommt, noch viel besser. Hier chillen. Das heißt, wir haben hier alles, was wir brauchen. Und dann werden wir die nächste Folge tatsächlich direkt loslegen. Ach halt, was mache ich denn da? Wir brauchen doch das Ungebackene. Danke. Genau, wir brauchen das Ungebackene. So, das heißt, wir werden die nächste Folge dann direkt loslegen. Hier und hier mit dem Haus bauen. Schön. Das verlassen wir jetzt einfach mal, weil wir haben so schon Überlänge. Von daher war eine aufregende Tour. War eine sehr spannende Tour. Jetzt ist die CPU die ganze Zeit wieder auf Null. Also, ich weiß auch nicht. Da komplett auf Null, so wie es sein muss. Also, wie gesagt, klar, diese Klemmpicker, die sind völlig normal. Das ist immer so. Aber wenn man sich so den Verlauf anguckt, ist die CPU ruhig. Das, was jetzt kommt, ist gerade wieder wegen TeamViewer. Von daher völlig normal. Keine Ahnung. Egal, in dem Sinne würde ich mal sagen, ciao mit V.